Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Chaos auf Deponia. So, wie versprochen, diese Folge ist ein bisschen länger, weil die letzte ja total Katastrophe war. Ja, so. Also, es hat ja jetzt nicht so gut geklappt. Und der Gondoliere ist hier vorbeigefahren. Vielleicht kann man dem irgendwie ein ordentliches Lied geben, weil sie sich ja auch beschwert hatte. Und ich meine nicht zu erinnern, dass man ja den Reaktor, den Generator ausschalten konnte. Vielleicht ist, kann man dann ja hier bei dem Musikzeug da. Na, wie heißt da? Ich weiß schon gar nicht. Oh, der pennt einfach. Das finde ich ja jetzt sehr interessant. Ey, du sollst runtergehen und dann hier Alex der Jukeboxwerk. Süß. Ja, der ist weg. Kann man jetzt das Paarungslied erschrocken? Leise? Hab's. Okay, nichts wie raus. Ey, du Gondoliero. Du wolltest doch schon immer mal ein ordentliches Lied singen. Sprech mal mit dem. Prego? Du bist doch so eine Art Experte für Romantik, oder? Oh, amore, sì, sì. Was willst du wissen, eh? Ich kenne da diese sportliche, temperamentvolle Frau. Du musst nicht so reden weiter. Du bist verliebt in eine kleine Signora con Temperamente. Dann musst du ihr zeigen, dass du bist eine Spavaldo, eine Draufgänger. Du musst sein wie die Stachel von Insetto. Du musst sie anstacheln. Ich kenne da diese elegante, hochklassige Frau. Allererster Stall. Du musst nicht so reden weiter. Du bist verliebt in eine Donna Aristocratica. Dann musst du sein Cavaliero Romantico. Dann musst du machen uno appuntamento. Eine romantische Abend musst du fahren mit ihr in die Gondola Romantica. Con canzone mio. La la la. Nein, danke. Nein. Aua. Meine Ohren. Stopp. Hm? Ich finde was anderes. Ach, Idioto. Ich brauche keine Tipps. Du mich auch. Was sind das für Noten? Ah, la musica si fa volare. Ist eine Canzone, molto romantica. La 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 la. Was? Eine Canzone? Mach Bock auf eine Canzone. Calzone. Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunamente, aber leider, leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Notenblatt. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Musst du wirklich andauernd singen durch die Kanäle rudern? Cantare, ma sì. Ich muss machen, um zu verscheuchen dir. Wie sagt man? Langeweile. Ratten. Ja, das macht mehr Sinn. Coole Gondel. Sì, sì. Il Cabrio molto confortabile con tutto extra speciale. Mit allen Extras? Was für Extras? Airbag. Ich will dich ja nicht beunruhigen, aber der Organon plant, Deponia zu sprengen. Oh, no apprensione. Keine Sorge. Mit einer fröhlichen Canzone auf die Lippen, alles wird werden wieder Bene. Gar nichts wird Bene. Der ganze Planet wird in die Luft fliegen. Dann, ich werde singen. Fin allora. La 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 la. Oh nein. Au Backe. Hoffentlich kommen die langsam in die Hufe mit ihrer Sprengung. Ja, arrivederci. Was für ein Ding? Ach, nichts. Okay, wir haben hier ein Notenblatt. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Magnifico! Endlich eine Canzone molto romantico. Und solange sind keine Schrottkrabben in die Nähe, ist non pericoloso.
Ach, mille grazie. Versuchen wir es jetzt mal erneut. Wo so? Wer denn der? Nein, ich wollte eigentlich nur sprechen, nicht anschauen. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht etwa schon aufgeben. Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Alter. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind Schlappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottgraben im Tempograf. Dahin ist mein Schlaf. Nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Okay, das hat jetzt wieder nicht geklappt. Können wir das wo anders hinschieben? Das ist jetzt gerade... gehen wir mal hier hin. Marktplatz hier oben. Was ist, wenn wir das umstellen? Nee, das muss ja auch so rosa sein. Rosa mit Gelb brauche ich. So. Docks Werkstatt. Das will ich jetzt mal wissen, was dann passiert. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Ja, du willst doch nicht schon wieder aufgeben, oder? Willst du nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen! Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind Rubeln in unserer Uhr. Ja, die Klirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottgraben im Tempograben. Oh, da kommt Schrottkram. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Das ist wie Schrottkram. Können wir jetzt das Rohrventil zumachen? Ha, ich hab sie. Sehr schön. Können wir die jetzt irgendwie weiterleiten? Zum Beispiel jetzt da in die Airbag-Kiste? Ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. So, Rohrweiche? Marktplatz? Docks Werkstatt? Waffenladen? Jetzt wieder öffnen? Lauft! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen! Gehen die da rein? Okay, Klein Venedig. In den Hafen. Und ich meine, wenn wir jetzt... Stoßstange, aber ob sie... So.
Treten wir mal gegen die Stoßstange. Vielleicht lösen wir den Airbag aus. Weil er hat ja gesagt, dass das Teil einen Airbag hat. Stranzo! Bist du Mato? Er macht Buch zu meinem neuen Sacco, die Aria! Jetzt, ich muss zu ihm danken, um ihn zu holen, die Ersatz! Das war lustig. So, jetzt holt er einen neuen Airbag. Und jetzt hoffen wir es noch einmal. Vielleicht, wenn die Shot kommen, okay, dann richtig Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Natürlich, du willst ja nicht schon etwas aufgeben. Ist ja nur das fünfte oder sechste Mal. Du willst etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Verfluch der Pfadfinder! Ihr werdet eure Penetranz noch schwer bereuen, wenn ich erst einmal rausgefunden habe, warum die Selbstschussanlage... Du schon wieder? Los, komm rein! Pfadfinder? Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen! Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Mion. Komm schon, Bambina. So, können wir das nicht überspringen? Ja. Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Genießt es. Die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind Schlappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt. Kommt schon, Leute, werdet rattig. Ich weiß, was ihr wollt. Wenn ich mich nicht irre, sind Schlappraben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Ich kann so nicht bannen, du, wenn ich mich nicht verrennen, du, so Schrottkrabben in unserer Uhr, was treiben die da. Ja, das sieht gut aus, das sieht ganz gut aus. So lange ist es noch nicht gegangen. Die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind acht noch Stunden später Schrottkrabben im Chronometer. Dahin mit der Ruhe, wenn ich mich nicht vertue. Schrottkrabben im Zeitmessgerät, langsam wird es wirklich spät. Woher kommen jetzt plötzlich die Trompeten und Geiger? Was soll der Dreck? Ich will hier weg, ich dreh vor am Zeiger. Es geht mir auf den Wecker, schon seit Stunden lieg ich wach. Ich glaube, munter Hochzeit, morgen fällt erstmal flach. Oh, nicht schon wieder. Was für ein Anblick. Los, Boso, sag es. Oha, jetzt wird's interessant. Hey, Puppe, kommst du öfter hier? Oh, Boso. Jawoll! Wow, 6 Worte und doch das Tor zu einer neuen Welt. Ja, der ist jetzt erstmal fertig. Goal! Oh, ich freu mich. Hallo, Goal. Hey, Puppe, kommst du öfter her? Hey, Puppe! Kommst du öfter her? Bitte was? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas? Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Wow, keine Schlägereien in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Das Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf auf einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabeltier, Bataka.
Auf geht's. Ufer aus. It's on. Let's get ready for another violent round of Platico Spartaka. Wir können ja keinen Damage machen, ne? Gib okay total. Nein! Wir können die echt nicht. Jetzt. Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Aber es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufus-Reflexe zu trainieren. Okay, Trainingspuppe. Was für eine hässliche Trainingspuppe. Es wird mir eine Freude sein, sie mal ordentlich aufzumischen. Nicht, dass ich das Training brauche. Na gut, einmal kann ich es ja probieren. Was ein krasses Training. Dem habe ich es gezeigt. Das sollte meine Reflexe jetzt aber nachhaltig verbessert haben. Okay, zum Kampf. Ah, wir können jetzt direkt weiter. Vielleicht können wir sie jetzt auch verletzen. Hoffe ich doch mal. Are you ready for another fight in... Auf geht's! Schnabeltier war Platypus. Platypus bei Attacker! Boah, da freue ich mich. Ich finde das echt cool. Die Musik ist auch geil. It's on. Let's get ready for another Beine. Kopf. Looking silly bonus. Komm mal so. Das sieht schon gut aus. Beine. Was? Was? Was ist los? Ich will doch mal wieder angreifen. Hallo. Es
Das hat Spaß gemacht. Am Ende bist du doch nicht der kleine Idiot, für den ich dich gehalten habe. Tja, meine wahre Größe bleibt den meisten verborgen. Jetzt muss ich nur noch die beiden anderen Facetten von dir überzeugen. Das kriegst du schon hin. Ich muss es wissen. Immerhin sind die anderen ein Teil von mir. Um ehrlich zu sein, fand ich dich von Anfang an sympathisch. Du bist wie Cletus, nur ohne diese ganzen Allüren und dieses fehlgeleitete Überlegenheitsgefühl. Stimmt. Ich bin super lässig. Und du hast so eine gewisse Verkommenheit, die auf Frauen sehr anziehend wirkt. Ja. Danke. Ich bleibe am besten hier, bis du die anderen beiden überzeugt hast. Ich muss gestehen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin. Ganz schön schräg, irgendwie. Ja, sehr schön. Dann haben wir die erste Goal abgeschlossen. Versuchen wir jetzt mal weiter mit Lady Goal. Was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. Okay, für die brauchen wir immer noch was zu essen. Gehen wir jetzt doch nochmal rauf nach Bellevue. Was haben wir hier noch alles? Das Goldfischglas haben wir noch. Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Och, Menno. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. So. Sehr schön. Das ist mir nämlich auch gefallen. Ich habe die Folge nochmal... Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu pitzeln. Sag mal, Klopfer. Merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichten schreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Oh, Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche natürlich den Faden. Okay, Crane. Das ist mir nämlich aufgefallen, weil ich schaue ab und zu nochmal die Folgen hinterher nochmal an. Vielleicht, weil da dieser Beifahrereffekt nicht so dabei ist, sag ich jetzt mal. Crane! Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo! Ich brauche den Faden? Tja, was auch sonst. Da geht der Faden. Den nehmen wir uns dann nochmal. Und zufälligerweise braucht der auch noch Brot. Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr. Außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Okay. Nehmen wir nochmal das Brot. Was können wir noch nehmen? Die Urne können wir nehmen. Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Ich habe sie lediglich etwas verbogen. Jetzt haben wir wieder einiges dabei. Können wir Siegel jetzt den Faden geben? Siegel den Faden geben? Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle! Aber ein bisschen... Ich hab's doch... Aber... Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Hier ziehen für Geheimtür. Ne. Ein Staubsauger. Also ich hab schon gedacht, wir hätten noch ein Buch. Wir können jetzt auch auf den Ausguck.
Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Bitte was? Menschliche Asche? Wir haben noch die... Nein. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Können wir den Hahn mit den Haken? Jawohl! Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Yeah! Haken am Faden, jetzt aber? Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen, dann habe ich ein astreines Katapult. An der Öse. Nichts passiert. Befestigt aber noch nicht ausreichend gespannte Windhose. Können wir das Fußschammeltier hier da schon reintun? Okay, und wir kriegen... Willkommen beim Flaggomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Was war hier? Klappe? Flusensieb? Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb. Es scheint zu diesem Flaggomat da zu gehören. Ah, und da können wir bestimmt die Asche wieder rausstaubsaugen. Nur fürs Protokoll. Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Natürlich. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Flusen, okay. Und jetzt dürft... Jawohl. Stark gespannte Windhose mit Ei. Mein Hosenkatapult ist fertig. Ich muss nur noch den Knoten lösen und... Dann und dann. Hilfe! Hilfe! Alter. Können wir das jetzt mit dem Rasiermesserfisch trennen? Genau. Mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Na dann. Oh. Wow, eine makellose Sausebahn. Kann man jetzt den Anzug? Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Natürlich. So, ich würde dann sagen, 27 Minuten reicht mal für eine längere Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.